Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, diesmal komplett Freestyle. Wir sind nämlich gerade im Flieger nach Kapstadt. Es kann nicht sein, dass der Ton richtig scheiße ist. Ja, es kann sein, dass hier ab und zu mal irgendwie was runterfällt, umfällt, dass irgendwas nicht mit drauf ist. Wir probieren es jetzt einfach mal. Weil man kann zwar immer erzählen, ja, dass von unterwegs auch vieles möglich ist und so weiter, aber wenn man das daheim vom Computer zeigt, ist es natürlich viel einfacher. Also ich habe jetzt hier eine GoPro in der Hand, habe hier einen Laptop auf dem Schoß, habe Kopfhörer für den Ton irgendwie im Ohr und ich hoffe, das passt jetzt irgendwie. Jetzt geht es nämlich darum, wie man hier im Flieger auch schön seine Bilder bearbeiten kann. Mit wenig Platz, ja, wenn man jetzt hier keine Festplatte oder irgendwas hinlegen kann. Ich muss dazu sagen, wir haben hier relativ viel Platz, ja, also ich war schon in viel engeren Flugzeugen, aber trotzdem mit so einem kleinen 13 Zoll MacBook ist das Ding auch schon relativ voll. Deswegen Platz sparen, wir müssen ohne Festplatte arbeiten. Wie machen wir das? Da schauen wir jetzt hier mal direkt auf den Computer. Und zwar habe ich mir meine Bilder vorher alle in sogenannte Smart-Vorschauen umgerechnet. Siehst du hier, Smart-Vorschauen wird hier oben auch durch dieses kleine Kästchen angezeigt. Das sagt mir, hey, du hast von all diesen Bildern eine Smart-Vorschau. Was macht die Smart-Vorschau? Ups, jetzt habe ich das kleiner gemacht. Ich habe hier sehr, sehr wenig Platz. Guck mal auf den falschen Knopf. Die Smart-Vorschau ist quasi ein verkleinertes RAW-Bild. Das heißt, ich kann hier nach wie vor ins Bild reingehen, kann hier ins Entwickeln-Modul, ich klappe das hier oben mal wieder auf, entwickeln. Und obwohl ich jetzt hier nichts angeschlossen habe und hier links du vielleicht gerade noch das Fragezeichen gesehen hast, dass er keinen Pfad zum Bild findet, kann ich hier reingehen und kann schon erste Bearbeitungen durchführen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier in die Effekte reingehen und sagen, ich möchte hier einmal den Dunst etwas entfernen. So, das ist das Schloss hier in der Schweiz. Ah, nicht in der Schweiz. Schloss Neuschwanstein ist das. Das kleine Schloss nebendran. Wieder schön rauskommt. So, das Ganze noch ein bisschen heller. Und sobald ich jetzt daheim bin, ja, da drüben wird schon gelacht hier, weil ich Tutorial aufnehme, das zeige ich euch jetzt mal. Die ganze Crew ist nämlich hier am Start. Da hinten ist der George, da sind die Teilnehmer. Wie gesagt, wir fahren jetzt auf Bootcamp. Und wir sitzen natürlich nicht untätig rum, wir machen was. So. Also, weiter im Programm. Ich habe mir die alle einfach einmal ausgewählt mit Command A. Bin hier auf die Bibliothek, Vorschauen und habe dann gesagt, Vorschauen, Smart-Vorschauen erstellen. Das mache ich daheim einmal, bevor ich losfahre. Das dauert ein paar Minuten. Und dann kann ich eben unterwegs davon arbeiten. Wenn ich es mal nicht mehr brauche, verwerfe ich die auch gern wieder, weil sie doch ein bisschen mehr Speicherplatz benötigen. Aber im Normalfall ist es ganz clever, weil du wirklich so auch jederzeit ohne Festplatte arbeiten kannst. Du siehst, der Pfad hier findet nicht mehr statt. Das ist meine Backup-Platte eigentlich, die ist nicht angeschlossen. Und ich kann trotzdem reingehen, kann hier Bilder bearbeiten, kann sortieren und so weiter. Ja, Sterne vergeben, Farben vergeben, dann geben wir jetzt mal 4 Sterne einfach, siehst du, das klappt. Und sobald ich die Festplatte dann zu Hause wieder anschließe, wird das Ganze auch übernommen. Also das ist mein Workflow für den Flieger, wenn wir mal... Wir ziehen hier die Blicke auf uns her, wir müssen uns jetzt kurz fassen und machen gleich wieder Schluss. Aber das ist so der Workflow ungefähr, in dem ich arbeite, wenn ich unterwegs bin. Smart-Vorschauen errechnen und dann kannst du hier auch über den Wolken live deine Bilder bearbeiten. So funktioniert das. So, wir fahren jetzt auf Bootcamp. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, dann vielleicht auch aus einer Folge vom Bootcamp oder mit was anderem. Viel Spaß bei was immer du magst. Hoffe, das hat alles funktioniert. Entschuldige nochmal den Ton. Bis dann.